Das ist Martin Schumacher. Und das Charlotte Rummenigge. Er Mini-Menti. Sie seine Mentorin. Als er von der Mini-Menti-Aktion hört, ist ihm klar, da will ich dabei sein. Ja, weil es mich einfach gereizt hat, mal mit den Großen in der Szene mal zusammen zu trainieren und einfach von denen zu lernen, weil die haben nochmal eine ganz andere Sichtweise darauf als wir Amateure. Training mit Charlotte Rummenigge bei ihm zu Hause im schwäbischen Höchstädt an der Donau. Sie ist überrascht. Ja, begeistert hat mich, dass ich wirklich gar nichts am Sitz korrigieren musste, also dass er wirklich sehr, sehr ordentlich auf dem Pferd sitzt. Das fand ich echt super, weil er ja sonst so von seiner Mama Tipps bekommt. Und ja, deswegen hat es mich auch begeistert, weil da sind sie echt super weit gekommen, dass er auch ein sehr gutes Pferd hat mit drei sehr guten Grundgangarten, wo man echt viel draus machen kann und dass wir, glaube ich, in der einen Unterrichtsstunde recht weit gekommen sind. Damit habe ich selber nicht so gerechnet. Das zentrale Thema, die fliegenden Wechsel. Also bei uns jetzt hat sie gesagt, vorm Wechsel schon leicht in die Richtung stellen, wo man den Wechsel reiten will und dann, dass man dann nur noch mit den Beinen die Hilfe geben muss, dass man nicht alles zusammen auf einmal machen muss. So setzt Charlotte Rummenigge an. Erstmal haben wir ein bisschen an der Grundqualität vom Galopp gearbeitet, dass das Pferd sich mehr schließt, mehr auf dem Hinterbein ist. Dann habe ich ihm gesagt, dass es einfacher ist vom Außengalopp, einen Wechsel zu springen, also an der langen Seite, nicht gleich auf der Diagonalen, weil die Pferde da ja oft schon ein bisschen nervös werden dann und wissen, um was es geht. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein entscheidender Tipp und auch, dass er selber quasi stark genug daran denken muss, den Wechsel zu machen, weil er oft so hinreitet und dann denkt, oh, jetzt könnte er nochmal was verbessern oder der ist noch nicht durchs Genick und jetzt mache ich, oh, nie noch einen Galoppsprung. Und ich habe zu ihm gesagt, du musst so 1, 2, 3 und jetzt die Hilfe geben. Und wenn er nicht super durchs Genick ist oder so, das ist dann halt mal so. Das ist bei den Wechseln auch schon, finde ich, eine spezielle Sache. Und das, glaube ich, war so ein bisschen, das hat dem Pferd auch sehr geholfen, dass er selber mal wirklich mental bei der Sache dann war. Den nach rechts. Das war ganz gut, das hat er auch vorher schon sehr gut erarbeitet, sich alleine, was ja auch schwierig ist, weil er das ja wirklich alleine auch macht. Und den Wechsel nach links, da hat er große Probleme gehabt und den haben wir aber zweimal super hinbekommen. Ich muss auch echt ein Kompliment an sein Pferd aussprechen, weil der das einfach echt von jetzt auf gleich total gut umgesetzt hat. Sein Pferd ist 9 und heißt Destino. Die Abstammung fein. Don Federico mal Rubinstein 1. 3-jährig hat Martin Schumacher ihn bekommen, ihn selber ausgebildet und miteinander haben sie sich hochgearbeitet. Das Training mit seiner Mentorin hinterlässt Eindruck. Sehr inspirierend, viele neue Sachen gelernt, vor allem in den fliegenden Wechsel konnte sie mir sehr weiterhelfen. Da hatten wir noch kleinere Probleme und die sind jetzt schon deutlich besser geworden und sehe ich zuversichtlich in die Zukunft. Ja. Für Reitsportakademie-Neuling Charlotte Rummenigge ist das Mini-Menti-Programm der Deutschen Bank ein Knüller. Wir werden auch gefördert und ich finde es super, wenn wir auch ein bisschen fördern können. Ihm gibt diese Aktion richtig Auftrieb. Super, also wirklich, das ist ein riesen Traum von mir, also hat sich echt erfüllt und würde mich freuen, wenn ich später auch mal so große Turniere reiten kann. Das ist auf jeden Fall das Ziel und ich mache alles dafür, dass das klappt. Ja.